Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdstadt-Alter. Da guckt man über zwei Minuten nicht hin und zack hat der Sven hier schon wieder die komplette Ebene zu betoniert. So muss das sein. Noch nicht komplett. Stimmt, hast recht. Da hinten sehe ich noch ein paar Grünstreifen. Ich fahre hier derweil mal hier das Gemüse ein bisschen platt. Ach so, ich dachte, du nimmst eine Kettensäge oder so. Ach, was macht man da mit dem ganzen Blattwerk? Das ist doch wieder irgendwie nur... So, aber eigentlich können wir jetzt hier schon mal überlegen. Ein bisschen Beton habe ich ja noch im Auto stecken. So, wo haben wir denn hier? Ich habe doch hier irgendwo noch eine Kiste hingestellt. Gucken wir mal. Ah, sehr schön, Kiste. So. Kiste, TM. Ja, zum ordentlich Abkisten. So, und den Rest packen wir gleich voll mit Beton. So, das ist Beton. Was brauche ich denn? Ich muss dann mal anfangen, ein Spielerdistributionssystem zu bauen. Ein Spielerdistributionssystem? Drücke hier, damit genau. Spieler kommt, oder was? Nein, es ist ja Distribution, also Verteilung und nicht Anforderung. Ach so. So. Mina. Hier rein. So. Braucht wieder neue Bohrheinis. Und, also so prinzipiell, du erinnerst dich an diese Schnellreiserohre? Ja. Genau. Ah, da war doch noch was, ne? Da sollte der Sven doch nochmal, ne? Ja, weil Züge können wir ja noch nicht. Ja, Züge können wir nicht. Aber mit Zügen können die Spieler auch nicht fahren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vor allem, was wir jetzt anders machen könnten, ist, wir könnten ja theoretisch auch, du kannst jetzt an die Rohre auch ein LCD dran klemmen, um anzuzeigen, wo es hingeht. Und dann könnte man irgendwo zentral, hat man da so einen Hub, wo man dann halt irgendwie direkt einsteigt und nicht da und irgendwie zwischendurch irgendwie wieder rausgeworfen wird. Sondern einfach schön da rein, wo irgendwie draufsteht, was weiß ich, zum Öl. Und dann wirst du zum Öl geschossen. Juhu, auf zum Öl! Ich weiß nicht, warum ich hier mehr langfahren will, da komme ich eh nicht rein. Ja, das können wir aber, ich glaube, warte mal, das machen wir doch gleich mal. Komm, das machen wir hier gleich mal. Da kommt eine Wand rein. So, eine Zweierwand. So, hier. Dann kommt das hier weg und das hier weg. Ich finde es so schade, dass man das Gelände nicht anpassen kann. Mit so vielen Stellen, wo ich am liebsten hier nochmal irgendwie mit meiner mal drüber fliegen möchte, damit irgendwie die Voxel weg sind. Aber das gibt es in dem Spiel ja leider nicht. Ja, genau. So, dann kommt hier die... So, dann bauen wir uns jetzt erstmal... So, dahin. Und du kommst bitte dahin. Okay, Inventar ist voll. Habe ich jetzt schon... Warte mal, habe ich jetzt vier? Eins, nein, ich habe drei. Dann gehen wir hier rein. Mal, lila Schnecke hatten wir noch nicht, oder? Elektroschnecken? So. Nein, hatten wir noch nicht. Das heißt, ich kann jetzt lila Schneckenforschung starten. Oh, ein schönes Schneggele. So, und damit habe ich auch wieder Platz für einen mobilen Miner und... Ja, haben wir denn schon die... haben wir jetzt die Dings schon wieder gestartet? Ja, läuft schon. Die Aufnahme. Ja? Warum habe ich da noch nicht Hallo gesagt? Weiß ich nicht, warum du nicht Hallo gesagt hast. Wahrscheinlich, weil du ein bisschen weggesohnt warst und okay. Du erinnerst dich daran, als ich gemeint habe, von wegen, guck mal eine an, hat das Sven alles zubetoniert. Das war die Anmoderation. So, das war quasi, okay. Das war, wir sind wieder zurück. Okay. So, ich habe vier mobile Miner einstecken. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurück zu in unser Tal des Betons reinfahren. Boah, ich muss sagen, ich liebe den Explorer. Das ist so ein schönes Fahrgefühl. Der kann. Ja, nicht so wie der Trecker, der sich irgendwie bei jeder zweiten... Toll, jetzt kann ich nicht mehr hochfahren. Doch, gleich. Jetzt kann ich. Jetzt nicht mehr. Oh. Naja, gut, dann. Fährt er außen rum? Fährt er außen rum. Der feine Herr. Das dauert mich alles zu lang sonst. Wir haben doch keine Zeit. Genau, die Spieler wollen ja, die Zuschauer wollen ja was sehen. Genau. So. Warum sie allerdings bei uns zugucken, ist mir ein Rätsel. Das ist ein Ding.
So, jetzt haben wir hier Platz, um hier außen rum zu fahren. Dann können wir hier theoretisch noch... Ja, diese verdammten Mikrovoxel, ganz genau. Ganz genau, Iskarot. So. Jetzt steht da dieses Vieh im Weg. So, wie war das eigentlich nochmal mit diesem Baumodus R, ne? Baumodus genau. Soup. So, einmal schön durchgesoopt. So. Und. Nein. Und so. Und hier auch nochmal. So. Guten Tag, ich bin Gärtner und meine Lieblingspflanzen sind Betonien. So. Und dann nehmen wir hier nochmal die 7. Ja. Ups. Dann können wir hier tatsächlich mit der 6 so und dann können wir hier rüber. So, und dann kann der Markus hier auch hochfahren an der Seite, wo er gerne lang will. Noch. Och, was ein Luxus. So. So, ich glaube, wir müssen hier tatsächlich noch eine Reihe weiter. So, hatte ich irgendwo nicht auch schon die MK3-Bänder gehabt? Ja, na klar. Ja, da. Zarfius, dankeschön für dein Abo. Dankeschön. Oh, und das fällt mir auf. Ich muss jetzt auch mal. So. Oh, Gönnung, ich darf noch nicht. Bei mir sagt die Prime-Fee, ist noch nicht so weit. So. Ich hatte heute noch. So. Hoch, warum habe ich denn jetzt die großen Fundamente? Weiß ich nicht. So. Dann machen wir hier mal die 7. Das ist nicht gut. Warte mal, dann gehen wir doch hier runter. Oder? Probieren wir es mal? Macht das Sinn? Ja. Keine Ahnung, ich sag einfach ja. Das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Okay. Wir nehmen den hier raus. Den hier raus. Den hier raus. So. Den hier raus. Und jetzt probieren wir es nochmal. Weil wir kommen halt hier irgendwie... So. So. So, komm schon. Oh, ich habe gerade so richtig schön chillige Mucke auf den Ohren. Ja, nice, genau. Oh, so richtig. So. Mal drei Kreuz, wenn man dieses Hülsfoss wieder ein bisschen aufhört. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ja. Da kommen wir hier halt so richtig kacke raus. So. Okay, dann kann man da theoretisch dann die Betonfabrik drunter bauen. So. Und dann machen wir hier. So und so. Und dann können wir hier mal mit Wänden dann gleich arbeiten. So. Und das machen wir quasi bis hier. Hier nochmal eins dran. Ja, soll es. Ungültige Platzierung, okay. Das heißt, hier müssen wir dann die Wände hochziehen. Okay, das sollte gehen. Und da kommt die Wände. Hier kommt die verdammte Wände. Da gab es doch mal ein Lied zu. Wahrscheinlich. Nein? Möglich, weiß ich gerade nicht. So. Hast du da oben irgendwo einen Stromanschluss? Noch nicht. Okay.
Ja, und das ist jetzt wieder... So, what? Ach so, weil es hier nicht weit... Ah, okay. F. Da habe ich einen Fehler gemacht. Was? So, das weg, das weg. Das weg und das weg. Gehen wir hier auf die Nix. So. Und dann kommt hier auch eine Wand hin. Das würde ich ja irgendwie... So, und damit müssten wir eigentlich schon eine erfolgreiche... oder auch nicht. Doch, jetzt fangen, glaube ich, Dinge an zu produzieren. Und das hier ist natürlich genau die Hälfte der Höhe, die wir bräuchten. Ja. Und damit ist Konstruktion, genau, ist Beton am Start. Sehr schön. Also hier da unten quasi. Genau. Ist jetzt im Moment zwar erstmal einfach nur in den Container rein und guck halt, was du da machst, aber ja. Schönes Klötzchen da. Sag mal, Frage an den Chat, was kann man eigentlich gegen diese komischen Stinkesäulen machen? Kann ich die sprengen? Weil ich habe es gerade eben probiert, das hat nicht geklappt. Na, zwei dran packen. Und Bums. Nö. Wow, Kunge, nix. Ja, habe ich gerade gemerkt. Das hat nicht geklappt. Ein kleines Dank an euch für unser unterhaltsamen Content. Oh, danke schön. Das freut mich zu lesen, dass dir der Krempel, den wir machen, gefällt. Oh, Kunge, hallöchen. Und danke, Zarfius. Dankeschön. Das freut uns natürlich. Also, was? Uiuiui. Ja? So. So, ich schmeiß hier gerade einfach mal schön schamlos den Beton raus, ne? Ja. Und das war irgendwie schlecht. Ey! Unglaublich. Ich hab hier nur gebaut! Und dachte mir so, oh, das wird schon rot werden, wenn es nicht mehr geht. Dann platziere ich die Dinger, das macht ja einfach nur so plopp. Tschüss! Ah ja. Ich hätte vielleicht vorher noch schreien sollen. Nein, Markus, spring nicht! Oh mein Gott. Oh, dieses System. Ja, oh so, Gott. Aber jetzt ist auch hier unten erstmal schön, warum fehlt denn hier eine Rampe? So. Warum ist hier eine Rampe nicht da? Okay, das hätten wir auch. Das, ja, jetzt nicht mehr, ich hab die fehlende Rampe natürlich. Okay, du hast dann mal abgerammt. Ja, hast mal abgerammt, ja? Ja. Ja, ist mal wieder klar, ne? Markus, die Rampe so. Rampi und seine Freunde. Mhm. Nein, das war Bumpy und seine Freunde und das ist ein Buch über mich. Oh Mann. Oh. Heute wieder, wie mache ich mich noch kleiner? Wie noch kleiner? Kleiner geht ja wohl nicht. Mal hier mal ein bisschen Öl auf die Leitung geben. So. Vielleicht hilft das ja. So, oh, schön, wie hier einfach so wieder so ein riesengroßer orangener Klotz entsteht. Das freut mich. Das ist überhaupt kein großer orangener Klotz. Das hat alles Sinn.
Ja, das hat Sinn, das ist vollkommen richtig. Und zwar diese unsägliche Natur zu erschalen, das finde ich total gut. So. So, die Frage ist nur, was mache ich jetzt mal in der Zwischenzeit? Wir können ja mal schauen. Was machen wir mit dieser ewig langen Rampe? Das ist doch Kacke, das können wir doch so nicht machen. Ist die Hälfte von dem Platz da unten weg? Nee, die müssen wir irgendwie dann wahrscheinlich abwinkeln oder so. Ich glaube, treppenmäßig. Ja. Das ist irgendwie... Ja. Okay, ich mach's mal weg. Und jetzt gucken wir mal, wie wir quasi hier ankommen. So. 7 und dann gehen wir... Oh ja. So. Ist das die richtige Höhe? Wir werden es gleich sehen. TMB 2. Was? Ich habe gerade eine Massendemontage-Funktion gefunden. Okay. Das funktioniert bei mir irgendwie über den zweiten Maus-Thumb-Button. Da kann ich einfach auf Sachen drauf gucken, die ich weghaben will. Okay. Dann markiert er die mir alle und dann kann ich sie hier ganz entspannt. Oh, es ist gut. So. Schön hier. So, erfolgreich entrammt. Platz sparend. Immer ein bisschen was vergrößern. So, bis hierhin. Und dann kriegen wir hier, glaube ich. Ja, das müsste gehen. So. Wo habe ich jetzt eigentlich mein Fahrzeug stehen lassen? Ah, natürlich oben. Genau da, wo ich gerade eben die Rampe abmontiert habe, um hinzukommen. Mhm. Kannst du gerade gucken, ob du da noch hinkommst oder wie? Ja, nö, ich muss jetzt außen rumlaufen, ist halt so. So, und hier? Aber zumindest hier gönne ich jetzt erstmal eine Rampe rein. Und dann gehen wir bis hier hin. So. Und dann gehen wir von da aus auch bis hier hin. Dieses Gestrüpp hier, ne? Ja, ist überall Natur, widerlich. So. Dann gehen wir bis hier hin. Eigentlich wollte ich ja da unten irgendwie mich mal mit dem Öl beschäftigen, aber... Ich muss feststellen, ich mache hier gerade schon hart den Splitzy, ne? Auch dafür bekannt ist, so ziemlich jeden Baum umzufahren, der ihm irgendwie vor der Nase steht. Das finde ich an sich eine gute Eigenschaft. Ja. Gehen mir auf den Sack. Diese Natur. So, jetzt ist nur so ein bisschen das Ding. Ich weiß gerade nicht genau, was du im Kopf hast, was du vorhast. So, ich mache hier gerade mal überhaupt die Basis erstmal. Ne? Ich mache hier den Tinewittler. Oh, verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ich klatsche mir einfach mal kurz drüber hin. So lange dauert das gar nicht. Und schau mal, wie das so ist mit Dinge bauen. Okay, im Konstruktor gibt es schon mal nichts, was irgendwie in Richtung Kunststoff verweist. Tschüss. Fabrikator. Wieso baust du die jetzt da oben hin? Einfach nur, weil ich hier kurz in die Dings reingucken will. Ach, damit du dann Sachen holen kannst. Okay. Damit ich überhaupt erstmal weiß, was wir brauchen. Irgendwie ist das... Nein, wir brauchen eine Raffinerie erstmal, bevor wir überhaupt was tun können. Und was ich gerade auch brauche, weil in meinem Ohr hat es gepiepst. Ich muss mal kurz den Akku wechseln. Aus Strom. Da kommen wir tatsächlich so raus. Da kommen wir so raus. Ja, das, da kommen wir nicht drum rum. Das wird eng. Okay, das heißt. Standardwand. So, jetzt sollte ich auch wieder bestromt sein. Ja, sehr gut. Hier? Und dann ziehen wir hier mal Raffinerie. Den Rest Raffinerie, durch. Raffinerie. So. So. Nee, das war der Speicher. Okay, dann gehen wir hier drauf. Und dann machen wir das hier raus. Und wir machen das hier raus.
Okay, das ist schon mal gut. Kommt hier eine Tür rein. Und hier kommt erstmal das hier rein. Falsch. So, meine Vorschlag wäre... Wir machen das dahin. Und dann geht das einfach nur hier so rüber. Oh, das klingt doch mal nach einem coolen Plan. Dann haben wir da quasi so eine Skybridge mit Zeug. Nee. Okay. Das heißt, wir machen hier... Organisation, nee, Logistik. So, für Wände bin ich jetzt erstmal noch zu faul, das gebe ich auch zu. Das ist irgendwie falsch rum. Was falsch rum? Das ist irgendwie falsch rum. Sag mal, gibt es eigentlich auch, es gibt ja diese Conveyor-Löcher für Wände, gibt es das auch für Rohr? Ja, aber die sind wir doch neulich schon gewarnt worden, dass die noch nicht gut funktionieren. Ach nein, das sind Wandhalterungen für Rohre. Die Durchlässe gibt's noch nicht. Okay, dann muss man halt einfach hier Loch lassen. Okay. So. Und dann... Okay, das ist halt genauso, wie ich es nicht gebaut habe. Okay. Kunststoff, Restkunststoff. Gummi. Restgummi. So. Okay, dann gehen und Petrolkoks. Und, Treibstoff. Treibstoff ist natürlich... Ungültige Form. Okay, dann machen wir doch den hier. Den hier. Und den hier. Also es wird nicht nur bei einer Raffinerie bleiben, sehe ich gerade, sondern schon mal mindestens bei drei. Wie viel brauchen die eigentlich? Steht es hier irgendwie? Wenn ich jetzt sage, ich will, dass du Kunststoff machst. 30, das heißt, wir können mit dem, was hier ankommt, etwa zwei Raffinerien befüllen. Danach ist schon wieder Feierabend. Okay. Heißt, wir werden wahrscheinlich dann nochmal irgendwie mehr... es fehlt ein Stahlbeton. Egal. Aber mein Stahlbeton gab es da oben ja. Das ist ja gar nicht so weit weg von hier. So, dann gehen wir hier hin. Dann kommst du bitte da rein und du gehst bitte dahin. So. Aber vielleicht, bevor wir das tun, erstmal schön anrohren. Das heißt, wir zielen da mal eine Kreuzung hin. Das ist doch jetzt ein Witz. Was? Ja, das ist doch jetzt ein Witz. Was denn? Was ist denn so schlimm? Ja, die Dinge, die wieder nicht so funktionieren, wie ich das will. Okay, weißt du was? Dann machen wir es einfach. Dann machen wir halt einfach den da. So. Hier. Oh. Ja, toll. Oh. Und wieder hat die Richtung nicht funktioniert. Irgendwie bin ich heute nicht so... Ja? Nicht so ganz auf der Höhe. So. Och, und wieder haben wir Dreckwetter. Guckt euch doch mal an. Das kann man doch so anbieten, oder Leute? Kann man doch so anbieten. So, dann ziehen wir hier noch eine Wand. So. Wände. Ja, ihr seht heute mal wieder live im Stream Sven verschönerte Dinge. So. Ebenfalls live im Stream. Markus baut einfach irgendeinen Krempel und Sven wird sich darüber wieder aufregen. Das ist sehr wahrscheinlich. So. Okay, und jetzt machen wir hier mal den Klapperadatsch zu hier. Oh. Ach. Ach. Okay. Was denn schon wieder mit Ach? Aus der Raffinerie kommt, wenn ich Kunststoff produziere, noch was raus. Und zwar Schwerölrückstand. Der muss da irgendwie weg. Ich sag's dir nur ungern, aber den kippt man halt einfach irgendwo hin. Oh, schön, einfach schöner verklappen. Ja, genau. So. Boah, ich darf meine Beine nicht übereinander schlagen. Was? Fällt mir gerade so auf. Ja, ich habe meine Beine so übereinander geschlagen und das ist irgendwie
gerade nicht so cool. So. Warum? Was? Ja, weil ich mir gerade einfach alles abgedrückt habe. Ach so, ja, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. So. Nein, nicht da lang. Okay, dass er sich da noch gefangen hat, wundert mich genauso wie euch. Wir könnten hier natürlich auch. Da fehlen tatsächlich noch ein paar Dings drauf. Ziehen wir hier durch. So. Naja, wie viele Ressourcen in die Verschönerungen beim Sven immer reingehen, ich weiß. Alle. Lacht mich alle aus. So. Immer diese Schönbauer. Aber ganz ehrlich, hässlich kann doch jeder. Und dann kommt hier die hier nochmal hier so zu. So, Deckel drauf. Haben wir eigentlich schon eine Siliziumquelle oder so? Quarzquelle meinst du? Ja, genau, genau. Nö, aber ich kann mal Kippen holen fahren. Nein, Spaß beiseite. Ich hab irgendwo ein Rohquarzvorkommen gesehen. Habe ich das eigentlich markiert? Das ist Frack. Ja, es gibt weit im Norden, so gefühlt von unserer Basis, nicht ganz so weit weg wie das Ölvorkommen, aber auch so Pi mal Daumen, die Länge, gibt es tatsächlich eine Quarzmine. Ich wollte jetzt irgendwas holen. Helf mir mal gerade, was war das? Irgendwas Stahlbeton, irgendwas Stahliges. Stahlbeton. Den gab's hier unten. Weil ich wollte noch eine zweite Raffinerie bauen und die braucht. Richtig. Stahlbeton. Den Stahlbeton, den gibt's beim Stahl. Ja, ich weiß, bin ich gerade schon hingefahren. Um mich daran zu verlustieren. So, das könnte die richtige Breite sein. So. Oh, ich habe die Rampe abgebaut. Na egal. Geronimo! Was ist nur verkehrt mit dir? Was habe ich bei deiner Erziehung falsch gemacht? Wie wär's mit, du warst nicht daran beteiligt? Das war. Danke. Das ist exakt die Antwort, die ich mir erhofft hatte. So. So. Und. Ach komm. Was soll der Geiz? Das sieht doch ganz brauchbar aus. Hier kommen Dinge zustande. Hat man schön dann in der YouTube-Aufnahme denn, wie so eine Ölraffinerie gebaut wird? Ja. Okay. Nein, jetzt sind mir die Eisenplatten schon wieder ausgegangen. Wo ist denn mein Auto? Oh, verdammt. Das Rohr ist nicht perfekt gerade. Dir ist schon klar, dass das halt einfach nicht, wie man mit einem Schwert einfach keine Bäume fällen kann. So, wo ist mein Auto? War das da hinten? Jetzt ist das Rohr perfekt gerade. Oh, ist das schön. So, also. Das wird völlig überbewertet. Ein Rohr darf auch individuell eine Krümmung haben. Lasst euch nichts vom Markus einreden. Also wir sind in Satisfactory. Ah, schön. Ist das gerade. Quarz ist mindestens 2 Kilometer weg, wird gerade gesagt. Ja, das ist schon gut weit weg, das Zeug. So ist nicht. Ich will hier nichts Beschädigendes behaupten. Und hallo Xenom. Und wir sollten Schnecken sammeln, um mehr Ressourcen aus den Vorkommen zu bekommen.
gerade mit Öl, sonst wird zu wenig produziert, wird gerade im Chat gesagt. Okay, also das heißt, wir scheuern die Ölproduktion, also den Ölminer praktisch mit Schneckenteilen voll. Ich habe auch nicht mehr genügend Beton. Was? Ich habe ja jetzt auch irgendwie nur so ein paar hunderttausend Kubik irgendwo hingeschüttet. Ja, gute Nachricht, du kannst ja einfach runterkommen und dich an diesem kleinen, aber feinen Ding bedienen. Ich war gerade schon bei der Eisenproduktion, da ist der Umweg zur Standard-Betonfabrik jetzt auch nicht mehr weit. Und da ist der Container ist wieder voll. So, und wir haben Gummi und Kunststoff. Mist. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich mit dem Schweröl? Das muss ich ja jetzt auch noch abführen, ne? Wie ist das? Man kann ja jetzt nicht hier einfach irgendwie nur... Ja genau, frag das mal den Chat. Ah, okay, wir sollten erstmal beim Öl erstmal Treibstoff herstellen. Und aus dem Schwerölrückstand kann man dann Kunststoff machen. Okay. Warte. Ihr solltet, bei Öl solltet ihr auch erstmal Treibstoff herstellen, das verstromen und aus den Resten Gummi-Kunststoff, okay. Das habe ich gerade vorgelesen. Okay. Ja. Treibstoff, okay. Dann Rezept auswählen. Treibstoff. So, das kann man doch, glaube ich, so anbieten. Hä? Da kommt... Ach so, jetzt... Ah, weil der Treibstoff ist Flüssigkeit. Verstehe. Und wie kann ich den dann irgendwie in was ich aufnehmen kann, packen? Nee, verstromen. Also dann quasi in Treibstoff... Kanister bauen. Okay, Kanister bauen. Das heißt, gibt es da wieder ein Rezept für oder so? Hier nicht. So, und dann gehen wir hier runter. Das heißt, ich baue jetzt, glaube ich, noch eine weitere Raffinerie in Kette oder wie? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber das ist okay. Das so, und bei der sage ich jetzt, Restkunststoff verbraucht dann Schweröl und dieses Harz, was hier entsteht. Nee, Wasser. Restkunststoff braucht Wasser. Okay, das ist jetzt gerade irgendwie blöd. Na, Wasser kriegen wir hierher. Wir haben hier oben, haben wir Wasser. So, aber wir können den Schwerölrückstand, können auch erstmal sagen, wir produzieren hier jetzt doch Kunststoff. Und den Schwerölrückstand, der hier rausfällt, den kann ich dann auch in Treibstoff umwandeln. Strom. Und da ist auch ein Schwerölrückstand. So, der ist gerade untätig. Warum? Und hier kommen noch Dings drauf. Ruf. So, hier kommt jetzt der Kunststoff raus. Der Schwerölrückstand müsste jetzt hier einlaufen. Tut er. Und dann kommt hier Treibstoff raus. Okay. Was ich schon wieder für Dinge heute witzig finde. Ja, was soll ich dazu sagen? So, und den Treibstoff müsste man jetzt irgendwie... Gießerei schmilzt zwei Ressourcen zur Legierungsbahn. Das ist nicht das, was wir suchen. Glaube ich.
Strom, Energiespeicher, Kohlegenerator, Biomassegenerator. Wenn ihr hier die Stufe abschließt, bekommt ihr die Generatoren. Ah, okay, wir können die Generatoren dafür noch nicht bauen. Das ist okay. Natürlich ein Problem. Frage. Ich habe keine Modulbarren mehr. Wo ist mein Fahrzeug? Sind da noch welche drin? Modulrahmen, nicht Barren. Was ein Zufall, nein. Müssen wir mal kurz was holen, fahren. Aber ich würde sagen, damit geht es dann erst in der nächsten Folge weiter. Euch wie immer vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und ja. Ich hab in dieser Folge nichts gemacht. Das ist nicht schlimm, man hat es nicht gesehen. Oh, okay. Also, wenn ich das nächste Mal wieder was tun soll, schreibt es in die Kommentare. Bis dann, ciao. Sven, tschüss. Tschüss.